ist ein Problem. Jetzt habe ich einen Anruf gehabt von meiner Tochter. Jetzt haben wir die Alpec da die Skischuhe vorgeschlagen für die Bull & Grill Challenge. Und ich weiß jetzt nicht, was ich da soll. Jetzt meine, ich mag gerade heimfliegen. Ja, Richard, das ist jetzt ein Saublöd, aber ich muss auch mit dir sagen, dass du musst um. Da wirst du halt nichts mit dir schnell fahren. Ich glaube, da werden wir deine Ski mehr rausschmeißen. Und saublöd ist halt nicht, aber. Wir schicken dich mit dem Bus heim. Nutzt auch nichts, weil du einfach heimfahren musst. Das sind deine Ski. Pack das wieder aus. Und gute Reise. Und du sagst, da haben wir schön groß, das hätten ein Bier für mich mittrinken. Ja, danke auf jeden Fall, Ruppe, es ist bärig gewesen, schade, weil heute war ein super Tag jetzt am Fliegen, aber ich muss jetzt heim. Sag mal, jetzt hat der Papa gerade zurückgerufen. Er kommt auf gleich um, wir sollten schon mal anfangen, etwas da. Er kommt gleich. Geht's weiter? Ja, Knill, ich danke dir recht zackerisch für die Nominierung. Und jetzt haben wir alles aufgerichtet. Auf geht's. Prost! 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 Geht schon dahin. So. Sind halt. Im Kraudinger, dass wir nicht krank fahren. Sind. Nominieren haben wir natürlich auch noch jemanden. Und da haben wir einmal die Tiroler Ski- und Snowboard-Schule Wildschönau in Hollreder Konrad und die Donis Tiroler Skischule, Toni Thaler aus Auffach. Hey! Hey! Nominieren möchte ich einen Holzsystembau Klingler und Helga, der was auch in der Iglu baut. Hey! Ja.
Und als drittes möchte ich einfach das Kugelmosum, da wo wir fleißig essen gehen, braucht es gerade mir schon, dass wir narrisch gut essen. Und deswegen möchte ich auch Luis und die Biggi auch vorschlagen. Und auf dich mit dem Wasser. Yeah! 8 Tage habst du dabei. Und wenn da nichts passiert, dann kriegen wir halt 50 Liter Fasse Bier und ein Außenfind soll miteinander sein. Dann haben wir 40, 50 Leute. Danke. Ja, und zum Schluss haben wir jetzt eigentlich gedacht, wir machen auch noch eine Spende und spenden dann mal für unsere Wildschönauer Sorgenkinder, weil mit denen wird sehr, sehr viel tun und die brauchen auch sehr viel und für die spenden wir das 500 Euro. Yeah!